In Supermärkten und Discountern sind immer häufiger Diebe auf Beutezug und bestehlen Kunden dreist beim Einkaufen. Wir zeigen in Marktcheck, mit welchen Tricks die Diebe arbeiten und wie man sich vor dem Taschendiebstahl schützen kann. Außerdem geht es um ebenfalls dreiste Preise. Rasierklingen, Kaffeekapseln, Druckertinte kennen wir alle. In der Herstellung kosten diese Produkte meist nur ein paar Cent. Aber wir sollen dann im Laden ein Vielfaches dafür zahlen. Wir zeigen Ihnen, welche Produkte definitiv zu viel kosten und welche günstigen und guten Alternativen es dafür gibt. Das und noch sehr viel mehr in Marktcheck am 11. Juli um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Schönen guten Abend, sehr gut, dass Sie dabei sind. Öffentliche Toiletten, die sind ja so ein Thema für sich, aber man kommt ja nicht wirklich drum rum, sie zu benutzen, sei es im Restaurant oder auf Reisen. Also anschließend gründlich die Hände waschen, dann ist man auf der sicheren Seite. Das denkt man, das stimmt aber offenbar nicht. Denn die elektrischen Handtrockner, die es ja inzwischen fast überall gibt, die können offenbar regelrechte Keimschleudern sein. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Auf diversen Lebensmitteln steht mittlerweile, das kann ich Ihnen sagen, nichts Gutes, denn dieses schlichte Wort vor einer vermeintlichen Zutat, die erlaubt es den Herstellern, ausgerechnet diese Zutat einfach komplett wegzulassen. Marktcheck klärt auf. Ja, da müssen wir Verbraucher wohl noch ein bisschen Druck machen. Was halten Sie denn davon, wenn Sie einfach mal ein kleines Bild machen von der Produktverpackung, über die Sie sich am meisten ärgern und bei uns auf der Facebook-Seite posten? Ist doch eine gute Idee, oder? Ich bin mir sicher, da kommt einiges zusammen. Das hier, das ist leider nicht mein Catering hier während der Sendung. Soweit habe ich die Kollegen noch nicht ganz. Es ist die Requisite Caprese, also quasi die Luxusvariante von Mozzarella. Der wird ja immer beliebter, ist allerdings auch eine ganze Ecke teurer, was natürlich zu Betrug einlädt. Woran erkennt man echten Büffelmozzarella? Was ist da drin und wo kommt er überhaupt her? Marktcheck macht den Test. Geplant sein. Man braucht ja einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil und da was Bezahlbares und Passendes zu finden, das ist gar nicht so einfach. Selber gibt es noch ein paar Dinge zu beachten, die vor allem Neucampern oft gar nicht so klar sind. Urlaub in auch solchen Bändern oder Armkettchen. Ich habe eigentlich immer irgendwie sowas am Arm, so ein Geklimper oder Gekruschtel. Nur der Weg dahin, der kann ja ein bisschen steinig sein, weil man die Biester so schlecht angelegt bekommt. Zumal, wenn man morgens in Eile ist oder in einer Fernsehsendung versucht, das Ganze zu demonstrieren. Aber das Netz hat ja bekanntlich für alles eine Lösung und die probieren wir jetzt mal aus. Unser Marktcheck-Tipp der Woche. Ganz ehrlich, und mit überzeugenden Tipps geht es jetzt auch gleich weiter hier im SWR Fernsehen. Die Haushaltsprofis zeigen, wie man richtig putzt und welche teuren Putzmittel im Grunde komplett überflüssig sind. Und wir können uns dann sehr gerne nächsten Dienstag wiedersehen, 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Tschüss, schöne Grüße, schönen Abend.